Moin und damit hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Runde Gothic. Wir spielen weiter Gothic und müssen mal schnell schauen, wann wir haben zuletzt also gespielt, beides am 17.06. Ist schon eine Weile her, denn heute ist der 4. Juli, es ist aber wieder die ähnliche Uhrzeit. Wir sind wieder recht spät am Start. Ich habe keinen Livestream, ich habe das nur offline am besten und wir schauen mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das? Doch, so war das. So habe ich das jetzt gespielt, genau. Schiebe ich mal das Tor mal ein Stück rüber. Ja, genau, wir hatten ja vor, wir wollten dem hinterherlaufen. Ich habe das Gefühl, die Grafik ist irgendwie schöner geworden. Ich kann mir jetzt nicht helfen. Aber sah es letztes Mal auch schon so aus? Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ne? Wir laufen Baal Parves nach. Baal Parves passt auf uns auf. Ich weiß gar nicht so ganz genau, habe ich den waffentechnisch, habe ich... Ah, hier ist die Axt, ne? Aber was anderes habe ich nicht. Ich habe nur die Axt im Moment. So, okay, dann können wir mal gucken. Wir können von den Scavengers können wir nichts abernten, hatten wir rausgefunden, ne? Das war leider nicht so gut. Hier läuft noch... Was ist das? Ein Lurker? Ne, das ist kein Lurker. Was ist das da? Ein Varan. Vielleicht können wir vom Varan ja was abnehmen. Ja! Wir haben es ja gelernt extra. Zumindest können wir jetzt dem die Zähne ausbeißen, ausreißen. Hier ist ein Orkblatt. Hier liegt eine Schüssel. Ich habe gerade gesagt, das dachte ich gerade Schlüssel. Oh, warte mal, können wir, müssen wir hier uns ducken, um reinzukommen? Oder geht das irgendwie anders? Achso, man muss immer ein bisschen drehen hier mit der Kamera. Weil seitlich laufen ist ein bisschen kompliziert, ja. Okay. Was kenne ich dich immer, oder war es doch? Halt, warte. Wir gucken mal. Wir wollen ja nicht Dietliche sinnlos verballern, ne? Also. Geht direkt auf, alles klar. Okay. Immer mal gucken, ob wir Leute finden, ob wir irgendwo Leichen finden oder irgendwie sowas, ne? Kann ja sein, dass wir das nachher brauchen. Das für irgendeine Quest, ne? Ich guck mal schnell nach da drüben. Aufnahme ist am Laufen, denn Leute, ich habe mir ein Stream Deck selbst gebaut. Ich kann mal später ein Tutorial dazu machen. Ich habe also ein altes Handy, ein Samsung Galaxy S2, habe ich als Stream Deck vor mir liegen. Und da kann ich ganz coole Sachen machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich drücke jetzt aber, ich habe das Handy so liegen, ne? Ich gucke mir mal an, was gerade aktuell auf der Elgato los ist, ne? Und da sehen wir, ich bin da nicht zu sehen, denn ich sitze ja gerade woanders. Auch ist das Mikrofon, glaube ich, ein bisschen leiser geworden. PC-Szene zurück. Dann könnt ihr mich wieder hier sehen, ne? Also an der PC-Szene. Ich kann zum Beispiel Sachen machen wie, ich könnte YouTube starten, damit wir jetzt hier mal ein Reaction-Video machen können, ja. Ich könnte in den Pause-Bildschirm gehen. Auch das ist ziemlich cool. Pass auf, ich habe also einen, na, das geht aber, funktioniert nicht richtig gut, ne? Aber ich hätte einen Pause-Bildschirm, wo wir jetzt starten, können einfach starten. Ich könnte einen Broadcast starten, kann Apps starten. Also, ziemlich cool. Ziemlich cool. Habe ich mir also eingerichtet heute und deswegen gucke ich gerade da drüben, ob die Aufnahme geschaut hat, ne? Hat sie aber. So, Baal Parves läuft vor. Wollen wir doch mal weitersehen. Ich müsste mein Gesicht ein bisschen schmaler machen. Das sieht ganz schön dicker aus. Hier gibt es einen Wolf. Ja, du machst den für uns platt und wir würden dann die Zähne nehmen, ne? Ja, und Baal, wenn du stirbst, ist auch nicht so schlimm. Da passe ich auf, dass deine ganzen Utensilien, die du so hast, entsprechend verwertet werden, ne? Ich bin immer so ein bisschen, ein kleines bisschen Sammler. Das heißt, ich muss mal gucken, ob ich laut genug bin, ne? Aber scheint so zu sein. Ich gehe immer gerne ein bisschen gucken. Oh, das sind nur Fliegen, keine Goblins. Ich habe noch keinen Bogen. Aber habe ich nicht? Ich war doch der Meinung, ich hätte einen Bogen mir gegönnt, ne? Lass ihn mal eben schnell schauen. Waffen? Das ist doch der Bogen. Ach, ich konnte ihn aber noch nicht anlegen. Es fehlen zwei Geschicklichkeitspunkte. So war das. Wir müssen Geschick verbessern. Ich räume mal derweil die Fliegen aus, ne? Ach, die Flügel. Na gut, die sind jetzt, glaube ich, die gab es schon immer. Die gab es schon immer von Fliegen zu holen. Da ist noch eine. Du hast eine vergessen, Baal. Dann haben wir noch schön Scavengers da. Das ist auch nicht schlecht. Das ist eine Waldbeere, ja. Komm her. Na komm. Geh mal noch die Scavenger. Ich räume die dabei aus, ne? Du kümmerst dich um die Scavenger. Danke. Da sind sie.
Wir brauchen natürlich Erfahrungspunkte, sonst wird das mit Geschicklichkeitspunkten hier überhaupt nicht mehr. Was ist denn da drüben? Und von denen gab es leider nur Keulen zu holen. Was ist denn da? Warte mal. Was ist denn da oben? Hier ist es nicht einfach ein Schattenläufer oder... Ach, so ein Wolf. Na gut, wir kriegen ja die Erfahrungspunkte, dann können wir auch mal hin zum Wolf. Warte mal hier, bleib mal stehen, Paul. Wir brauchen ja das Geld. Kommt er? Ja, er kommt. Ja, er kommt. Paul, da kommt was. Diese Ort ist weit gewesen, das, Alter. Scheibenkleister. Nach neuen YouTube-Richtlinien dürfen wir ja überhaupt keine Schimpfwörter mehr benutzen. Ich bin absoluter Freund davon, keine Schimpfwörter zu benutzen, muss ich euch ehrlich sagen. Ich finde das eh sowieso immer furchtbar. Ich versuche immer kinderfreundlichen Stream zu haben. Oder auch eine Aufnahme. Mich nervt es ja total, wenn Leute da irgendwie fluchen oder dann, manche machen das ja schon aus Spaß, dass sie dann sagen, ne, die spielen dann mit und sagen, naja, oh, jetzt musst du rausschneiden. Oh, jetzt musst du rausschneiden, weil. Hä? Na gut. Müssen wir es später selber machen mit den Wölfen. Aber das Geld könnten wir gut gebrauchen, wenn wir die jetzt schon abernten, ne? Warte mal, ich hol die nochmal. Wenigstens einen. Die Scavenger wollte ich mal nicht so. Ich brauche die Wölfe, ne? Weil die Krallen bringen uns Geld und wenn wir jetzt die kriegen, wir kriegen die Erfahrungspunkte und wir können sie abernten, dann machen wir das auch gleich. Ball, guck mal, Ball. Sei mal, Ball. Mann, Ball, du bist ein Depp, bist du, Mann, Ball. Spast, ey. Das schaffen wir so nicht. Hier bin ich mit meiner Larifari-Rüstung einfach noch zu weak. Das läuft alles nicht. Läuft nicht gut. So, dann holen wir nochmal die Pilze. Und da drüben, aber die können wir machen. Was wir auf die gehen wir holen. Wir müssen sämtliches Zeug verkaufen. Weil wir das ganze Erz von allen Leuten brauchen. Wir brauchen alles an Erz. Was ist denn das hier? Du da, was bist denn du da für einer? Hallo? Was bist denn du? Wie heißt denn du? Du heißt? Ein Waran. Der möchte mit einem Biss platthaut. Hey, Baal. Komm, sei mal Kumpel. Baal, komm. Ja. Alter Mann. Ist der doof? Der kriegt nichts, kriegt der hin. Der muss doch in der Lage sein, mich das zu erkennen, dass ich Hilfe brauche. Aber der Baal läuft in eine so feste Routine hier lang. Die ist so fest einprogrammiert. Pass mal auf, das gibt's doch gar nicht. Das muss doch möglich sein, dass wir jetzt hier von den Viechern da irgendwas abkriegen, ne? Baal? Wir gehen jetzt, du kommst jetzt in Ruhe mit. Wir haben jetzt nicht so. Ich habe gerade den Fehler gemacht, dass ich mich habe von dem angreifen lassen. Los. Bali. Hey Ball. Hey Ball. Ach, die sind aber auch schnell, ey. Jawohl, Ball. Ball, das war gut. 80 Erfahrungspunkte. 80. Und gleich mal 4 Zähne. Das hat mir gut gefallen. Ich muss nur mal schnell mir was zu essen reintüdeln. Tut mir leid jetzt, ne? Wo ist denn das jetzt? Hab ich gar nichts zu essen mehr? Doch, ich könnte Pilze essen und rohes Fleisch. Ich kann mal so ein Brot reinziehen, was soll's. Na, wir müssten, naja gut, wir können ja ins Lager gehen mit dem und schlafen. Dann geht das auch, weil sonst, das bringt uns jetzt nichts mehr hier sinnlos. Den ganzen, das ist bringlich. Also gehen wir weiter. Aktuelle Aufnahmezeit liegt bei 9 Minuten. Und ich habe nichts rausgeschnitten bisher. Musste ich tierisch langweilen. Also das merkt man auch an den, ich war jetzt im Urlaub und habe jetzt, also im Urlaub habe ich ja nicht mehr aufgenommen, habe ja nur die Videos hochgeladen sozusagen noch, die oder die ich gemacht habe im letzten Stream und so. Und ich habe gesehen, dass es sich natürlich Gothic hier wirklich kein Mensch anguckt. Also die, ich habe 10 Aufrufe, aber es kann auch daran liegen, dass wir hier aktuell gerade den Sommer haben, das Sommerloch haben vielleicht auch. Also wenn du Bock hast, wenn es dir gefällt, wenn du sowas, wenn du auf so Retro-Gaming stehst, das ist ja in meinem Auge ist das ja gar nicht mehr wirklich Retro. Das ist zwar Gothic 1, es sieht aber anders aus, Freunde. Es sieht aber wirklich deutlich vernünftiger aus.
Und wenn euch das Spaß macht, wenn ihr das gerne sehen wollt oder sowas, seid doch Unterstützer und lasst mal, haut ein Like oder einen Kommentar in die Sektion runter oder bringt es in die Trends hier, indem ihr richtig, richtig reinhaut im Schwimmbad, das mit allen euren Freunden teilt oder was, damit die da, also da seid ihr natürlich echte Buddies. Ich sag sowas nicht oft, ich weiß, ich will auch immer keinen Leuten nerven und da kommt zwar ab und zu mal so eine Einblendung hier mit dem Klick und Abonnieren und hast nie gesehen, aber ich will ja immer keinen nerven, nicht? Und wenn ihr jetzt wirklich da Bock habt, wenn ihr euch das gerade hier anschaut, ihr könnt damit natürlich wirklich Unterstützung sein. So, warte mal, da holen wir noch so einen Macher an, oder? Was sagst du? Ah, nur ihn, ne? Mir wäre einer schon ganz recht. Was ist das da? Nein, 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 nicht seitlich laufen! Oh. Nein, Mann, ey. Du sollst... Das Ding ist, dass ich auf der Tastatur so komisch liege gerade. Was ist denn das hier? Das sind irgendwelche Samen. Ja, wir brauchen einen Bogen, Freunde. Ohne einen Bogen geht das ja nicht. Das heißt, wenn ich das nächste Mal mit irgendeinem Starken unterwegs bin, vielleicht mit Diego oder keine Ahnung was, dann habe ich einen Bogen, dann habe ich zwei Geschicklichkeit mehr und dann kann der sich drum kümmern. Vielleicht kommen wir ja dazu, ich weiß es noch nicht, wie das beim Sumpflager wird hier, ne? Wenn wir da Templer werden bei denen, können wir ja auch Magie nutzen, so ich es richtig mitbekommen habe. Ich weiß aber nicht, wir kommen da nicht bis in den letzten Kreis der Magie. Das heißt, die richtig geilen Zauber wie Tod und sowas, die können wir natürlich dann nicht nutzen, aber wir können vielleicht das Glück haben, dass wir irgendwie einen Goblin oder sowas beschwören können. Dann können wir nämlich als Schwert- oder Bogenschütze. Weil ich weiß gar nicht, ob Templer, Bogenschütze, ob das so einen Sinn macht, ne? Oh, was ist da? Das sind gleich Viere, ne? Ah, da ist eine Höhle und da liegt was drinne. Und wenn da was drinne liegt, dann ist das bestimmt was wert. Dann würde ich sagen, Baal, du bist guter Helfer. Komm, Baal, sei mal Freund. Baal. Baal? Ah. Ball? Kannst du mir helfen? Ball, Karl, kannst du kurz? Kannst du kurz, Ball? Kannst du ganz, ganz kurz bloß? Ball, komm! Jawohl, ist ja bloß ein 50, ne? Also das haut ja jetzt nicht dolle rein. Aber Ball, ich würde sagen, wenn du immer hier gerade so am Start bist, ne? Ich meine, ich habe ja auch hier, ich kann auch selber, guck mal. Was ich so kann, das ist ja nicht so, dass ich das nicht könnte, ne? Ja, ne? Wollen wir nicht sagen, Freunde, ne? Aber das ist... Kannst auch. Dann nehmen wir das auch noch mit. Jetzt geben wir uns auch noch den da gönnen. G steht für Gönnung. Na komm, 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 Mizi, Mizi, ne? Ja, ich kann auch nach vorne, nach hinten, nach rechts. Na, es war natürlich gut von mir gerade, aber das läuft. Weil du bleibst da stehen, ne? Du rennst jetzt nicht weg, Ball, ne? Machst du jetzt schön. Nicht, dass du jetzt hier gleich weg bist. Das habe ich keinen Bock drauf. Heilkräuter. Sammeln wir ein. Jetzt gucken wir noch schnell in die Höhle. Weil, das tut mir leid, aber ich muss jetzt gucken, was es hier gibt. Einen Nachtschatten. Es gibt so Pflanzen, die... Oh, da liegt die Wand, glaube ich. Da hat es doch jemanden aus Versehen. Was ist denn hier los? Eine Keule. Eine Fackel, einen Trank. Aber sonst ist hier nichts, ne? Was, wie jetzt? Das war's schon, oder was? Och. Na, mal gucken. Bali Boy, bist noch da? Bal? Du bist jetzt nicht weg. Da unten ist er. Oh. Wir haben es letztens schon mal gehabt. Da hat's ja den Kollegen weggebracht. Ach, guck mal. Ah, wir sind am Lager. Woo. Wir sind schon am Lager angekommen. Das ist ja spannend, weil da ist die Eingangstür. Ja, lol. Hallo. Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Das Problem ist, dass ich überhaupt gar nicht weiß. Geh durch das Tor mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag ja, nach Tor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Baal, das war eine nice Geschichte, dass du mir hier geholfen hast. Jetzt ist natürlich das Problem... So, wir können jetzt nicht mehr viel reisen für den, ne? Aber wir hatten ja im neuen Lager auf jeden Fall eine Menge interessante Sachen gemacht. Und ich bin der Meinung, dass da irgendjemand auch schon ein gutes Wort für uns einlegen wollte.
Soweit sind wir, glaube ich, schon. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist das dabei, heiligen Boden zu betreten. Und du siehst, das ist ein Templer. Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Also ich möchte gerne hier ein Teil von euch werden. Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach neuen Leuten. Ich will mich euch anschließen. Dann sei willkommen. Die Bruderschaft des Schläfers hat einen Platz für jeden, der sich vom Geist des Schläfers führen lassen will. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du versuchen, die Aufmerksamkeit von Baal-Namib zu erregen. Baal-Namib? Er steht direkt auf dem Platz hinter dem Tor. Aber du darfst ihn nicht direkt ansprechen. Warte, bis er dich anspricht. Okay, also Baal müssen wir Ich brauche eine machen. Rüstung. So eine Templer-Rüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Das wäre ja schon mal Anfang. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Okay, pass auf. 500 Erz, Schutz vor Waffen, 15 Feuer. Pass mal auf, na schön, das wäre ja mal ein Anfang. Komm wieder, wenn du genug Erz hast. Okay, pass auf. Der würde mir also einen Rock verkaufen. Das finde ich gut. Weil die 500 Erz kriegen wir zusammen. Pass mal auf. Geh nur rein. Okay, wir sind ja also gut aufgehoben. Dann werden wir uns gleich mal den Novizenrock gönnen. Der macht immerhin ein bisschen Schutz. Und jetzt werden wir mal gucken. Lester, warte mal. Haben wir Lester nicht schon mal gesehen? Nee. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Baal-Namib angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Ja, das sind halt auch Magier irgendwie, ne? In irgendeiner Variante da. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Na, dann machen wir das erstmal. Okay, pass auf. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was gibt's hier alles? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Okay, pass auf. Kraut ist klar. Guck mal, was mit dem Schläfer los ist. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen. Zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Da bin ich wirklich gespannt. Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Aber eigentlich geht's uns ja hier gut, ne? Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Ja, 2 Jahre bist du ja schon drin. Okay, pass auf. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Baal-Namib hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken.